Und ich dachte, ich mache jetzt einfach dieses Video, um nochmal meine Dankbarkeit an Askeron richtig auszudrücken. Das wird dann auch das letzte Video zu genau dieser Sache sein, außer es passiert jetzt noch irgendetwas extrem Gravierendes. Das ist übrigens Askeron, als er mich auf Twitch gebannt hat und jetzt bemerkt, dass er mich damit eigentlich gepusht hat. Das ist ein gutes Meme. Ja, Bruder, also der, bei ihm läuft, glaube ich, besser als jemals zuvor. Erstmal Glückwunsch an dich, Kevin. Ich küsse doch dein Herz. Ich freue mich sehr, dass das bei dir läuft. Du hast eine Partnerschaft mit Display. Schick mal ein paar rüber und sag mal, wo du diese Quallen her hast. Ja, die sehen wild aus. Ich habe auch richtig Bock auf so einen Quallendingsens. Das geht gar nicht, indem das 90% der Viewer keine Follower sind. Ach, Digga. Wiedergabezeit von Abonnenten. Nutzer ohne Abo. 93%. Abonnenten 6%. Bruder, ich hab dich gerade schlafen gelegt. Alle, die aber jetzt noch komplett im Dunkeln tappen. Askeron war derjenige, der im Namen von Shoyoka mir einen DMCA-Strike gegeben hat, weil er wahrscheinlich seine Macht ausnutzen wollte. Also nur kurz zur Information, ich habe da auf ein Video von KuchenTV reagiert. Der hat die Quelle nicht im Video angegeben und deswegen wurde ich gestrikt. Ach so, das war... Aber das ist gut, das kommt im Video gut. Und das kommt auch als TikTok, wird das auch gut kommen. Wenn du sagst, dass... Und so kann man natürlich auch seine Zeit einfach verschwenden, um andere Creator zu bannen. Wobei er mit diesem ganzen Zeug hoffentlich die Kohle bekommt als krasser Copyright Agent. Boah, der Typ ist voll das Opfer. Einfach DMCA striken. Erstmal eine Karriere kaputt machen. Erstmal versuchen, von einem anderen irgendwie den Lebensunterhalt wegzunehmen, indem man ihn striken lässt. Boah, wirklich. Also, der Typ sollte sich einfach im Grund und Boden schämen. So stelle ich mir seinen Vater vor, als Askeron verkündet hat, dass er jetzt beruflicher Copyright Agent von Shoyoka geworden ist. Er nimmt ihn schon ein bisschen auseinander. Ach ja, ich wäre auch stolz, wenn mein Beruf inkludieren würde, einfach Streamer-Kollegen wegzubannen. Aber hey, immerhin hat er es wirklich geschafft, mir einen Bann reinzudrücken für ganze 48 Stunden. Und ich habe dadurch mein Placement sowie 6 Reactions vermasselt. Danke dafür, Askeron. Also er hat mich immerhin in diesen Punkten für ein paar Stunden getroffen, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Was er mir aber durch seine weirde Aktion für einen Segen gebracht hat, das werden wir uns jetzt mal ein wenig genauer an. Mein Job ist es, dich zu ficken. An der Stelle, dieses Video hier ist keineswegs ein Video gegen Shoyoka. Sie ist mir herzlich egal. Ich habe sogar gesehen, ihr ging es die letzten Tage gar nicht so gut. Deswegen ernsthaft gute Besserung an sie. Vielmehr erfreut es mich aber, dass ausgerechnet ihr Copyright Agent mein Manager sein könnte. Denn noch mehr Erfolg hätte man mir in so kurzer Zeit gar nicht geben können. Also ich habe schon versucht, das Ganze auszuschöpfen, aber ich konnte das gar nicht so schnell. Zumal er zuvor ja sogar solche Posts hier... Alter, was geht bei Alpha Kevin? 65 cm lang und lebendig. Mann schiebt sich Aale in den Hintern. Erstellt hat. Und da kommen wir zum Punkt. Solche DMCA-Strikes werden nie etwas bringen. Und das hat es mir ja auch schon vor 2 Jahren gezeigt. Mit der ganzen Angelegenheit mit Skirros. Wobei, das hat sich mittlerweile auch schon geklärt. Deshalb war ich persönlich auch zum Zeitpunkt des Bannes relativ entspannt gewesen. Denn Kritiker mundtot machen zu wollen mit solchen Methoden ist definitiv nicht der richtige Weg und irgendwie zielführend. Und umso mehr werden sich dann auch Zuschauer und Streamer zusammenschließen, weil es einfach mega asozial ist. Das ist wie, wenn ich jetzt einfach Kaiser wegbannen würde, nur weil es mir nicht gefällt, dass er mich on-stream beleidigt. Hey, by the way, Alpha Kevin, voll der Wichser. Oh, Didi, oh, what did he, oh, Didi, what did he... Keine Sorge, mein Ehrenbruder Kaiser, du wirst natürlich verschont. Du darfst mir sogar ins Gesicht spucken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber was hat er da eingeblendet? Mein Ehrenbruder Kaiser, du wirst natürlich verschont. Du darfst mir sogar ins Gesicht spucken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber... Hä? Du darfst mir sogar ins Fuck, wie kurz ist dieser Frame? Du kannst gar nicht ins Gesicht spucken. Das nicht mal sehen. Ab. Fick doch dein Gesicht, Junge. Benutz und um zwischen Frames zu springen. Punkt und Kru. Du darfst mir sogar ins Gesicht spucken. Spaß, Kaiser ist ein Wichser. Boah, dafür die ganze Arbeit, ja. Verprügel doch deine Tastatur nicht so. Aber anstatt einfach meine Insta-DMs zu sliden, um mir zu schreiben, dass ich nicht darauf reagieren darf, ich die Quelle angeben muss und so weiter, wurde hierbei einfach direkt der Bannhammer geschwungen. Also das ist wirklich angebracht und keineswegs übertrieben. Also ich sehe natürlich auch aus, als könnte man mit mir nicht kommunizieren. Ich hatte mir dann aber zur Aufgabe gemacht, genau das Gegenteil zu bewirken. Also anstatt mich von denen mundtot machen zu lassen, werde ich jetzt einfach so richtig viel Content darüber erstellen. Und deswegen gab es auch in letzter Zeit so viele
viele Videos rund um diese Thematik. Zwar jetzt nicht auf diesem Kanal hier, den möchte ich relativ clean halten, aber auf dem zweiten Kanal und auch mittlerweile auf meinem dritten Kanal. Und was da los war, ist wirklich dick, unfassbar dick, insane Clips und dafür gezogen. Bin ich Askeron bzw. den Copyright Agent ziemlich dankbar. Denn tatsächlich hatte bei mir zuletzt das Sommerloch verspätet eingesetzt und ich habe for real tatsächlich De-Abos auf meinen Kanälen gemacht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht hatte. Und deshalb hatte ich schon fast struggled, dass ich meinen wunderbaren zweiten Play-Button wieder abgeben müsse. Doch dann kam glücklicherweise mein Löwe, mein Bär Askeron ins Spiel und bescherte mir genau diesen Segen hier. Er hat mir einfach durch seine Aktion nicht nur haufenweise Content gegeben, sondern auch einfach über 4000 Subs in 10... Tschüss. Ey, ich merke selber, ich darf nicht mit meinen Provokationen übertreiben, sonst passiert noch das hier mit mir. Aber überlegt euch das einfach mal. Besser hätte der Strike eigentlich gar nicht für mich persönlich laufen können. Wäre das in einer Zeit passiert, wo mein Kanal ohnehin schon ein bisschen explodiert ist, dann hätte man nicht mal so richtig sehen können, wie krass er mich gepusht hat. So sieht man aber jetzt einwandfrei, wie der Kanal ab diesem Bann richtig krass nach oben ging. Und das hat er auch nicht nur auf meinem ersten oder auf meinem zweiten Kanal hinbekommen, sondern auf original jedem meiner Social Media Kanäle. Egal ob Twitch, YouTube, Instagram oder Twitter, dazu aber gleich noch mehr. Also überlegt euch am besten zweimal, ob ihr die Sache nicht einfach wie normal erwachsen Menschen klären wollt oder ob ihr das auf diese Methode probiert, denn damit stärkt ihr eher die Gegenpartei. Bruder, also kann irgendwer mich bitte DMCA strike? Kevin, strike mich mal DMCA. Dann mache ich Video gegen dich, dann geht bei mir auch ab. Einfach überlegt gehabt, meinen dritten Kanal wieder ein bisschen weiterzuführen. Dieser war Ewigkeiten inaktiv. Ich habe da monatelang wieder keine Videos mehr hochgeladen. Und deshalb habe ich einfach dort jedes erdenkliche neue Update hochgeladen in Bezug zu dieser Thematik. Ich glaube, ohne diesen Bann hätte mein Kanal dort auch nicht so krass performt. Der Kanal hat sich einfach in binnen von einer Woche fast komplett verdoppelt. Und wer weiß, vielleicht können wir ja eines Tages den Play-Button auf dem dritten Kanal Alpha Kevin Plus bekommen, dem wir dann natürlich auch Askeron widmen. Deshalb abonniert unbedingt meinen dritten Kanal. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dort halte ich euch aber ohnehin immer auf dem neuesten Stand, denn dort gibt es eigentlich jedes erdenkliche Update, wenn es um meine Kanäle geht. Also es lohnt sich nicht nur, um Askeron da eins reinzudrücken, sondern es lohnt sich halt auch, wenn ihr mehr von mir habt. Er macht es genau richtig, ne? Er macht es genau richtig. Er saugt den Scheiß jetzt so aus. Ich glaube, ich bin für Askeron seit einer Woche der hier. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Du kannst nicht. Neben dem dritten Kanal, der dank Askeron eingeschlagen ist wie eine Bombe, kann ich mich jetzt auch auf meinem Hauptkanal nicht sonderlich beschweren. Denn auch dort hatte ich stellenweise De-Abos gemacht in dieser extrem schweren Zeit. Sogar am 4. September, also am Tag des Bannes, hatte ich 3 De-Abos bekommen. Und seit dem 5. September sah es dann tatsächlich genau so hier aus. Das Ganze hier soll auch gar kein Flex sein. Ganz im Gegenteil, ich sag ja eher, dass mein Kanal davor ziemlich abgekackt ist. Es soll aber vielmehr aufzeigen, dass man mit solchen Mitteln und Methoden dem Feind einfach nur einen Push. Und ich nutze natürlich auch die Situation komplett aus. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich denke, ist richtig, das kann vielleicht ein oder andere nachvollziehen. Das steht mir auch ein Stück weit zu mit den Sachen, die gegen mich unternommen wurden. Schließlich wurde mein Twitch-Kanal gebannt. Ich bekam 2 Datenschutzbeschwerden für meinen zweiten Kanal. Und auch gegen mein Gronkh-Video wollte man anwaltlich vorgehen. Wer weiß, was dann noch so in Zukunft passiert oder ob ich da wirklich noch einen Brief vom Anwalt bekomme. Ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Deshalb war es natürlich dann auch mein Ziel gewesen mit diesem ganzen YouTube-Video. Digga, ich würde jetzt mit dem Geld, was du gekriegt hast, würde ich mir den geilsten Anwalt holen und diesen Askeron aber richtig die fetteste Klage in den Arsch drücken und den so ausziehen bis auf die Unterhose, Digga, dass er seinen scheiß PC bei einer Zwangsversteigerung abdrücken muss und gar nichts mehr machen kann. Das würde ich machen. Aber muss ja nicht jeder so sein, ne? Und aus Streams das exakte Gegenteil zu bewirken. So, YouTube haben wir jetzt an der Stelle durch. Da bin ich Askeron schon mal dankbar. Was ich nicht gedacht hätte, war, dass auch... Digga, ey, vorhin, ne, das Schlimmste der Welt ist passiert. Ey, ich habe meinen Stuhl kaputt gemacht, Junge. Ich habe jetzt einfach eine potenzielle Waffe, was eigentlich relativ cool ist. Falls hier jemand einbrechen sollte, kriegst du einen Stuhlbein an den Kopf, Digga. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ne? Digga, das ist das Dümmste der Welt. Und ernst gemeinte Frage, ne? Welcher Mensch sitzt so? Junge, mein PC ist hier oben. Ich hab immer so am PC, Ellbogen liegt hier drauf. Wenn es irgendeinen coolen Gaming-Chair-Hersteller gibt, der ein Herz für Obdachlose hat, ja, schickt mir so einen Stuhl bitte, Digga. Ich kann mir das nicht leisten, Junge. Das ist voll teuer gewesen. 500 Euro für den Scheißstuhl. Wieder was zum Werfen. Deswegen hast du keine Stream-Deko. Und er schon. Ja, kann sein. Tschüss, Insta, Twitter. Junge, der hat so viel Follower gemacht, ne? Ist das crazy. Moin, Zwerg, was geht?
Instagram und auch Twitter ziemlich krass abgegangen ist durch diese ganze Aktion. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Follower in so kurzer Zeit bekommen. Deswegen vielen lieben Dank auch dafür. Und auch auf Twitch läuft es seitdem wirklich unfassbar. Twitch sehe ich nach wie vor immer noch als absolut chillige Abendunterhaltung, um einfach mit der Community zu chillen und zu interagieren. Ich glaube, das sollte auch das Prinzip dafür sein. Und weil ich das eine mal 500 Subs gegiftet bekommen habe und 1000 Bits. 100.000 Bits. Da hatte ich dann so im Schnitt 8 bis 900 Zuschauer gehabt, was wirklich unfassbar viel ist. Und ich würde sagen, jetzt von den Subs her waren es so 600 bis 700 im Schnitt. Seitdem ich jedoch bei Twitch wieder entbannt wurde, haben wir momentan im Schnitt knapp 1700 Zuschauer und stehen bei momentan fast 3000 Abonnenten. Ist dass das gestört, natürlich nicht für immer so bleiben wird, das ist mir schon klar. Aber es ist trotzdem unfassbar krass, wie viele Kohle, Leute Bruder. Dann nimm aufmerksam mit. Werden auf meinen Kanal und den supporten. Also an der Stelle natürlich auch ein ganz fettes Dankeschön an jeden, der da hinter mir steht und an die komplette Community. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Aber es zeigt sich damit, glaube ich, immer mehr, dass solche DMCA-Strikes somit die dümmsten Aktionen sind, die man unternehmen kann. Naja, bei großen YouTubern und Streamern, ne? Also wenn mir jetzt so einer einen reinkloppen würde. Um einen Kanal schaden zu wollen. Zumindest, wenn man nicht mal wenigstens zuvor versucht zu kommunizieren. Und man muss natürlich auch hierbei überlegen, dass ich nicht auf Chuyoka reagiert habe. Ja, das war kein Video von Chuyoka, das war auch kein VOD von Chuyoka, sondern ich habe auf das Video reagiert von KuchenTV. Und nur weil dort Chuyoka-Clips eingeblendet wurden, wurde ich halt gebannt, weil ich die Quelle nicht angegeben habe. Und das Heilig, ist halt komplett Digga. Crazy und umso unverständlicher. Und deshalb bedanke ich mich umso mehr für den ganzen Support derzeit. Und auch hier nochmal eine kleine Message an Ascaron. Auch wenn tatsächlich Ascaron 500. Nee, Bruder, mach ich mir keine Sorgen. In der Woche bist du wieder bei 500 Viewern, genauso irrelevant wie vorher. Bruder, du bist ein verschissener Mod von einer Streamerin und redest von Irrelevanz. What the fuck? Irrelevant ansieht. Ich streame super, super gern für 500 Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, Junge, ich schwör's dir, ich würde übel Arsch verkaufen für 500 Zuschauer. Ich liebe euch alle und ich liebe, dass wir hier zu 8 sitzen, wovon 2 Zuschauer Nightbot und Stream-Element sind, Digga. Ich liebe alles daran. Aber 500 Zuschauer sind so viele Menschen. Stell mal vor, 500 Leute sitzen vor dir. 500, Digga. Das ist die Hälfte von 1000. Es hat wirklich extrem viele Jahre auf meinem Kanal gedauert, bis ich überhaupt mal an den Punkt gelangt bin, 500 Zuschauer zu erreichen. Und da merkt man einfach, dass der Typ wahrscheinlich nie versucht hat, selber mit Twitch mal groß zu werden. Hm, weil dann wüsste er, wie unfassbar schwierig Mann. Das ist. Abgesehen davon sind mir tatsächlich, ob ihr mir es glaubt oder nicht, mir sind die Zuschauerzahlen auf Twitch komplett egal. Weil mein Main-Content, und das kommuniziere ich schon seit Jahren, halt einfach YouTube ist. Ob das der Hauptkanal ist oder der Zweitkanal ist, das ist so das, worauf ich mich hauptsächlich konzentriere. Dennoch natürlich vielen Dank für jeden, der mich live supportet. Reib, Junge, einfach reib, Digga. Lucy hat auch nochmal nachgelegt. Ich hatte die Statistik noch im Kopf, Digga. Lucy war aber 50, reib bei 500, ja. Ascaron ist die letzte Luftpumpe. Hat mich bei Chuyoka Twitch-Kanal gebannt, weil ich KuchenTV-Chat war. What the fuck? Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass da so viele Leute auch einfach Spenden hinterlassen oder meine Streams anschauen. Tja, Leute, ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube, mit diesem Video habe ich Ascaron noch ein letztes Mal auf meinem Hauptkanal den Finger in die Wunde gedrückt. Und ein Appell an alle Streamer und YouTuber da draußen. Versucht vielleicht erstmal miteinander zu reden, wenn euch etwas nicht passt, anstatt direkt den Bannhammer zu schwingen. Denn dadurch erreicht ihr schlichtweg einfach nur das Gegenteil. Denn diese ehrenlose Scheiße vom Copyright Agent ist wirklich das allerletzte, wenn ihr mich fragt. Hab Screenshots gemacht. Der campt bei vielen Streamern im Chat und schreibt Namen auf, die sich kritisch äußern und hat Rechte bei Chuyoka, wo der die User alle auf die globale Bannliste setzen kann. Oder wie kann man so ein hobbyloses Stück Scheiße vom Mensch sein, Digga? Wie langweilig, also was... Wie doll willst du an ihren Arsch, Digga, dass du so ein Knecht bist? What the fuck? Was für ein Mensch, Digga. Was für ein Mensch. Twitch Stasi, Bro. Ja, ey, aber das ist doch... Also eigentlich tut er mir leid, weil der wird die verrückteste parasoziale Beziehung zu Chuyoka haben, die es überhaupt gibt. Anzeigenhauptmeister bei Twitch, lol. Oha, fast vergessen, Like da zu lassen. Okay.